nochmal Hallo zusammen. Heute machen wir ein kleines Aufwärmtraining und dann hauptsächlich ein bisschen Krafttraining. Wir fangen an, dass der Bauch mal fest ist und wir gehen mal wieder locker die Schultern. Mal rechts, links im Wechsel. Rechts und links. Komm nochmal hier. Genau. Und nach Abwärmen. 7, 6, 5. Und 4 mehr. 3 mehr. Noch
3, 2, tief bleiben. 4, 3, 2, 1. Dann Bein schließen, Hände auf die Oberschenkel. Der Rücken geht rund gerade. Rund gerade. Nur die Wirbelsäule bewegen. Bisschen schneller. Komm, 4. Und jetzt nehmen wir auf die Schulter mit. Schulter mit nehmen. 4, 4, 5, gut, 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 ja. Und wir rollen uns langsam auf. Aufrollen nach oben. Wirbeln. Sehr gut. Locker lassen. Klammern auf, das rechte Bein. Das Gewicht ein bisschen beugen. Deckung lassen wir jetzt mal trotzdem oben, Bauch ist fest und wir gehen Front Kick, Kick, Kick. Einfach mal nur Kick. Genau. 1, 2. 1, 2. Komm nochmal. Yep. Und wir gehen ein bisschen schneller. Genau, Kick, Kick, Kick. Nur locker absetzen. Entweder hoch oder auch ein bisschen niedrig. So wie das für euch in Ordnung ist, dass wir stehen bleiben können. Und dass das Gewicht auf dem rechten Bein bleibt. Bauch bleibt natürlich fest. Deckung oben. Komm nochmal. Und wirklich nur locker den Fuß wieder absetzen, sodass das ganze Gewicht hier bleiben kann. Ja. Und wir kommen dabei nach oben. Komm, hoch, 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 hoch. Bisschen springen dabei. Komm. Nochmal, nochmal. 8 mehr. Komm. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Und bleib nochmal hier. 8 mehr. Komm. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Weg die andere Seite. Hier. Mal locker. Genau. Und ein bisschen schneller. Komm, hüpf, hüpf. Auch hier wieder. Das ganze Gewicht bleibt auf dem linken Bein. Bauch bleibt fest. Deckung oben. Nochmal. Hüpf, hüpf. Gewicht bleibt hier. Bein ein bisschen gebeugt. Das Standbein. Komm, nochmal. Kick, kick, kick. Kick. Und wir kommen nach oben. Sieben, sechs, fünf,
Bein. Hier. Nochmal acht mehr, komm. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und wir gehen eine Runde Tempo. Komm hier. Ja, drei, zwei, und wir gehen nochmal
Lust haben, einen kleinen Schluck trinken, dann kommen wir gleich auf den Boden. Braucht das ein Handtuch, eine Matte, Teppich. Ich bin auch gleich wieder da. Yeah.
drüben, rechts, links. Und noch. 1, 2, 3, 4. Und 4, 3, 2. Und jetzt nur die eine Seite. Hoch, hoch, hoch. Und nochmal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und andere Seite. Ja, hoch. Ja, ja, ja. Nochmal. Sag mal oben, Bauch fest. Und nochmal 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nochmal wechseln. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wir bleiben jetzt mal oben im Halten. Bauch ist fest. Schön anspannen. Der kommt halt oben lassen oder bewegen wir die Hände auf die Brust. Bleib mal oben und jetzt oben ganz kurz. Kurz nachgehen. Spätestens jetzt, oberer Bauchbereich, ein bisschen mehr brennen. Kurz. Komm nochmal. 8, 7, 6, 5. Noch 4, 3, 2. Und nochmal letzte Runde halten oben. Ihr könnt die Arme lang mitnehmen, so wie ihr wollt. Schön oben bleiben. Richtig zwischen Kinn und Kopf. Und die kleine Pause, so dass ihr bleibt. Zwischen Kinn und Brust, natürlich. Genau. Halten, halten. Super. Komm, letzte. 4, 3, 2. Und ein. Komm mal lang machen. Locker lassen. Oberkurs richtig tief atmen, so ich auch den lockeren Bauch jetzt reinatmen. Sehr gut. Dann hoffe ich, Bauch haben wir was gemerkt. So ein bisschen, ja, ich hoffe. Super. Dann machen wir nochmal eine Runde Unterarmstütze. Dann haben wir es auch anstrengend lassen für heute geschafft. Heute. Wir machen heute Liegestütze. Also wir halten einfach nur hier. Heute einfach mal nur halten. Ja? Ganz kleinen Moment, ich hole hier unsere Stoppuhr. Ich würde sagen, auch einfach mal eine Minute. Ganz mehr oder weniger gechilltes Halten. Also, dann Achtung, fertig und los. Bauch ist fest. Der rechte darf auch wieder die Füße schließen. Vorstellen, dass sich hier ein Brett, Bauch ist fest, Po ist fest, Rücken natürlich fest. Wer so ein bisschen Probleme mit dem Handgelenk hat, darf hier auch auf die Pause kommen. Dann so ein bisschen auf die Schulter, finde ich auch ein bisschen angenehmer. Genau, ist aber jetzt ein ganz anderes Körpergefühl. Und wir Frauen müssen mit unseren langen Fingernägeln aufpassen, dass uns wieder nicht in die Hand reinbohren. Aber wir halten, der Bauch ist fest. So, 40 Sekunden haben wir. Schon über die Hälfte. Halten, halten. Nicht einsacken. Bauch ist fest. Halten, halten. Super, perfekt. Komm, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Auf die Knie kommen. Und dann kommt ihr mal nach unten. Lang machen. Mal unten bleiben. Einfach mal kurz bleiben. Schön lang. Genau, schön mal tief bleiben. Dann nochmal langsam lösen. Hier nochmal auf die Knie kommen. Die Schultern mal locker lassen. Dann stehen wir nochmal auf. Genau, müsst gleich nochmal kurz umbauen, wenn wir aufstehen. Aber das geht. So, rechte Seite, Fußgelenk umfassen. Ferse Richtung Po ziehen.
Und hier auch wieder schön die Knie schließen. Bauch rein und die Hüfte, wenn es geht, noch so ein bisschen nach vorne schieben. Dann merken wir hier den rechten Oberschenkel. Theoretisch noch ein bisschen mehr die Dehnung. Ihr dürft auch hier ein bisschen zum Ausgleichen benutzen. Wer was hat, kann sich notfalls auch festhalten, wenn ihr mit dem Gleichgewicht Probleme habt. Und dann nochmal lösen. Ausschütteln, Seite wechseln, sehr gut. Auch hier wieder Knie schließen, Bauch rein, Hüfte vor, dass wir schön die Dehnung im linken Oberschenkel merken. Jetzt ist da noch irgendjemand reingekommen. Aber ich glaube erst hier zum Schluss. Vorhin habe ich es nicht gesehen. Dann nochmal lösen. Nochmal kurz locker lassen. Dann kommen wir hier nochmal nach vorne. Ihr dürft hier mit dem Kopf so ein bisschen über die Schulter kommen. Und nochmal lösen, Seite wechseln. Schön weiter atmen, atmen. Dann nochmal lösen, nochmal kurz die Schulter locker lassen. Dann gehen wir hier nochmal einatmen und ausatmen. Nochmal ein und aus. Sehr gut. Und ein letztes Mal einatmen. Hände vor die Brust. Ausatmen. Dann erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Danke dir.